Applaus für die Roswitha und den Erik. Die Conny mit der Tosca. Die Ines mit dem Aragon. Und der Philipp mit der Jasmin. Die Roswitha zeigt euch jetzt schon ein paar Kleinigkeiten mit dem Erik. Das ist ein alter Bühnenhase mit 21 Jahren Erfahrung, die schon wie ein ganz junger Hüpfer war, mit 4 Jahren auf die Bühne gekommen. War damals eines unserer verlässlichsten und schnellsten Pferde auf der Bühne. Und natürlich hat die Roswitha viele Jahre mit dem Erik trainiert. Die beiden verstehen sich blind. Das ist für mich auch mein Bühnenpferd. Sie zeigt ihm gerade den spanischen Schritt. Und das, liebe Leute, ist Arbeit über Jahre. Das ist nicht in 5 Minuten, sondern über Jahre. Vertrauensarbeit, Liebe, Zeit, Respekt und Vertrauen. Auch dieser Job mit den Pferden. Machen wir die Gebirgsziege auch? Okay, der Erik muss schon von alleine, weil er weiß, was er trainiert hat. Ein Kompliment vom Erik an das Publikum. Dankeschön! Wir werden nachher versuchen, dass es alle 4 Pferde gleichzeitig machen. Sehr gut. Begrüßt euch, der Erik. Machen wir die Gebirgsziege? Okay. Das Pferd geht nicht an Longe, es ist frei, sogenannte Bodenarbeit. Für alle, die reiten, wissen, was das für ein elendiger Job ist, das Pferd einmal so hinzubekommen. Es gibt Pferde, die sind sehr gelehrig, jetzt wird er gleich steigen wahrscheinlich. Jawohl! Bravo, Erik! Jetzt kommt die Bergziege. Das ist, wenn man ins Gebirge ausreiten geht, stellt man das Pferd genauso zusammen, dann kann man schnell aussteigen für kleine Indianer und dann ist man wieder zurück am Pferd. Da kann das Pferd nämlich nicht so schnell weglaufen. Wie gesagt, das braucht immer ein bisschen. So, da war sie. Stellung heißt Bergziege. Ist nicht so einfach, auch kompliziert fürs Pferd, dem Reiter, nicht im Sattel beizubringen, auch am Sattel sehr, sehr schwierig, das dem Pferd beizubringen. Und die Rose und der Erik sind ein eingespieltes Team. So, da war sie. Sehr brav, Erik. Der Robert und die Roswitha sind schon seit vielen Jahren in diesem Pferdebusiness dabei, bei internationalen Film- und Theaterproduktionen mitgespielt, auf der ganzen Welt. Der Robert war von Amerika über Kanada in China. Der Robert war schon überall auf der ganzen Welt. Legst du näher jetzt nieder? Nein, das ist gut. Noch nicht. Jetzt müsst ihr leise sein. Jetzt nervös. Sehr brav. Perfekt, Erik. Sehr brav. Nochmal? Der Rose wird nochmal machen. Man muss mit dem Pferd, wenn man arbeitet, immer einen positiven Abschluss dem Pferd geben. Das merkt sich erst, das hat man nicht so gedacht, das mache ich nicht. Es ist immer wichtig, einen positiven Abschluss mit dem Pferd bei einer Arbeit immer zu erreichen. Und wie gesagt, das sind keine Motorräder, die funktionieren, sondern das dauert einfach seine Zeit. Haha, jetzt hat er den Deckel. So, Kompliment nochmal von Erik an euch. Dankeschön, liebe Rosi, lieber Erik. So, die Conny mit der Tosca. Die Conny und die Tosca sind jetzt 5 Jahre zusammen. Hat vor 2 Jahren erst mit dem Trickreiten begonnen, dass sie dann im Stück oder auch nach der Show heute nicht sehen werden. Aber das ist die Arbeit, die der Reiter mit dem Pferd sich selbst erarbeitet für die Showbranche, Film, egal welche Filmproduktion. Ob ein Pferd stürzen, liegen, steigen, so wie es der Erik euch gezeigt hat, hat jedes Pferd sein individuelles Können, wie auch bei manchen Menschen gewisse Fähigkeiten stärker oder schwächer sind. Aber hopp! Man arbeitet daran. Also wie gesagt, das ist nicht einfach so, man sagt, dass es mal funktioniert. Dafür kann man andere Arbeiten leichter erledigen und ich glaube, jetzt wird sich jemand gleich niederlegen, wie das ausschaut.
Dann kann jemand immer noch mal waschen gehen. Beim weißen Pferd ist nämlich so super, das ist schneeweiß, ist dreckig, noch mal waschen gehen. Aha, beim schwarzen Pferd ist leichter. Applaus für die Toschka und die Conny. Und so etwas zu haben, ist Vertrauen zwischen Reiter und Pferd das Allerwichtigste. Das geht nicht mit an jedem Pferd. Die Toska weiß genau, was sie zu tun hat, die Conny weiß, wie sie es handeln muss und somit kann man sich auf die beiden im Wohnstück oder bei ihrer Arbeit hundertprozentig verlassen. Großen Applaus, bitteschön! Was die Roswitha euch vom Boden jetzt gezeigt hat, die Bodenarbeit, muss man dann, wenn man sehr gut ist, auch umsetzen, im Sattel dem Pferd das weiterzugeben, dass er das auch macht, im Sattel sitzen. Das ist sehr schwierig auch. Aber wie gesagt, der Erik ist ein alter Profi mit dem spanischen Schritt. Erik grüßt euch nochmal ordentlich. Jawohl, hoppi! Jawohl! Solche Sachen sind natürlich, wenn man einen Indianerkrieger aus Winnetou, egal was auch immer, schreiend das Pferd steigt, macht ein impulsantes Bild. Der Aragon ist ein Anfänger, der hat den Job erst vor einigen Jahren angefangen. Wir versuchen jetzt mit allen Vieren gleichzeitig das Kompliment vorzuzeigen. Es ist nicht so einfach, wie es ausschaut. Ja, ist auch ein Kompliment, man kann sich hier länger, ist nicht schlecht. Wie gesagt, das sind Pferde, keine Motorrad, das ist ein ganz brave Jasmin. Super, bravo. Dann das Pferd von Old Shatterhand im Stück. Und Aragon hat heute, dem ist warm wahrscheinlich. Erik auch brav, sehr gut. Das ist dann mein Pferd im Stück, der Erik. Also wie gesagt, diese Arbeit erfordert viel Zeit und Liebe. Die Roswitha hat diese Zeit und diese Liebe. Mit dem Robert, ihrem Mann, wir machen das seit vielen Jahren gemeinsam als Team. Und vom Robert habe ich gelernt, vor 25 Jahren, wie ich mit Karl May-Spiel angefangen habe, ein Team, ein Herzschlag, eine Einheit mit dem Pferd zu sein, sonst bringt das Ganze gar nichts. Ja? So, brav Aragon, sehr gut. Brav, ihr dürft nach hinten gehen. Ich glaube, sollen wir die wilden Tiere holen? Gut. Applaus für die Rosi und den Aragon. Ines, Erik, Conny, Toska, Philipp und die Jasmin und der ganz hinten die graue Eminenz, der graue Geist, Robert Schneider. Dankeschön. Einen Applaus, Harry, Eli und der Patzi. So, der Max verteilt ein Spiel an die Eli. Sogenannten 68er Henry Rifle und der Harry bekommt als Kavallerist natürlich einen Säbel. So, seid ihr drei fertig? Wollt ihr das sehen? Ja! Nein, das war jetzt ein Schatz. Wollt ihr das sehen? Ja! Na, es geht doch, ah? Hey, aber nicht so schnell, dass er 30er, gell, zwar. Jawohl! Patzi, von mir aus geht's. Jawohl, Achtung, sehr gut. Wollt ihr alle machen? Haben wir, wenn wir noch gut, dann haben wir nicht. Jawohl! Warte, geht ja Vollgas! Den Luftball und Unterwörter! Boah! Noch einen großen Applaus für unsere drei tapferen Reiter!